Jo Leute, und zwar gibt es neue Informationen zu Minecraft Zoro, und zwar herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Kevin zu dem Film und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal ein Abo da lassen könnt und den Video einen Daumen nach oben, denn das unterstützt uns YouTuber extrem heftig. Und zwar hat Ungespielt gestern noch ein Tweet rausgehauen für die Leute, die nicht wissen, was am Tag Nummer 9 passiert ist. Und zwar haben sich alle Teilnehmer in der Mitte getroffen, dann gab es so ein bisschen Roleplay von Herr Bergmann mäßig und dann gab es verschiedene Special Events. Unter anderem hat Ungespielt einen Wirrwarr gespawnt, also in der Mitte vom Spawn. Daraufhin sind eigentlich richtig viele Leute durch den Wirrwarr gestorben, unter anderem Phasen, Veni, Basti und Fabo. Und dann ging es schon los mit den ganzen Shitstorm, dass halt die einfach so gestorben sind und so weiter und so fort. Ungespielt kann nichts dafür und die Teilnehmer unter sich können auch nichts dafür. Es war einfach ein Fehler von jedem. Das muss man halt auch klar so einsehen. Und dann hat Ungespielt erstmal rausgehauen ein Tweet, wo er halt meinte, jo, wir haben viele Fehler zu Minecraft Zoro 1 gemacht, aber es wird zu Minecraft Zoro 2 einfach viel, viel besser werden. Dann 3 Stunden später hat ein anderer einen Tweet rausgehauen und den lese ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Und zwar steht in diesem Tweet geschrieben: Für alle Hashtag Zoro Teilnehmer, die heute im Wirrwarr-Kampf ihr Leben ließen, gibt es morgen eine unerwartete Wendung. Achtet bitte auf Discord und plant eine Stunde für morgen ab 18 Uhr ein. Darunter haben dann auch Leute geschrieben, wie zum Beispiel Max, also Phasen, ich küsse deine Augen, Fabo hat geschrieben, wir küssen sie trotzdem und so weiter und so fort, weil ihr ungespielt hat, meinte, du weißt nicht, was euch erwartet. Ich glaube, die bekommen einfach eine zweite Chance, indem die echt gegen irgendjemand anderen kämpfen müssen oder werden echt respawned, weil die Community schon extrem pissig auf diese Entscheidung von Simon war. Und ja, was denkt ihr, was könnte damit gemeint sein? Ich wollte euch echt einfach nur informieren, dass die wahrscheinlich respawned werden können. Ich persönlich weiß auch nicht zu 100%, ich glaube kein anderer, bis auf die Leute, die in der Zoro-Gruppe sind, wissen selbst, was Ungespielt damit meint. Aber ich finde, das Bild, was er halt auch noch angeteasert hat hier unter, also diesen GIF, sich auch so ein bisschen, weil ich glaube einfach echt, die werden respawned oder bekommen einfach die Chance nochmal gegen jemanden zu kämpfen. Aber genau das werden wir heute um 18 Uhr dann erfahren, wenn es soweit ist. Ich hoffe, die kurze Episode der Minecraft Zoro News haben euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich für weitere Videos von mir. Also ich bin raus und ciao.